Hallihallo und willkommen zum heutigen Video. Heute möchte ich euch ganz gerne ein paar Produkte vorstellen, die ich in der letzten Zeit für mich entdeckt habe. Es handelt sich um Fruchtpulver, genau genommen Bärenpulver, die ich in die Früh zu meinen Smoothies mische. 100% reine Frucht, ohne Chemie, ohne extra Zucker. Es ist Rohkost, sie haben sehr viele Vitamine und ich dachte, das war vielleicht interessant, denn jetzt kommt die kalte Zeit. Und Vitamine sind immer ein Thema. Also falls euch interessiert, welche Sorten ich habe und wie ich die verwende, dann seid ihr natürlich herzlich eingeladen, weiterzuschauen und ich wünsche euch viel Spaß. Die Pulver habe ich kostenlos bekommen. Ich habe sie von einem Studienkollegen von mir gekriegt. Wir haben uns einmal nach einer Vorlesung ziemlich lange über Ernährung unterhalten und über Vitamine und er hat erwähnt, dass seine Lebensgefährtin einen Online-Laden hat, in dem sie solche Fruchtpulver verkauft. Das hat mich ziemlich neugierig gemacht und ich habe ihn recht lang ausgefragt und er hat angeboten, dass er mir gerne was zum Kosten bringt. Das war aber ohne jegliche Bedingung, also da war keine Rede davon, dass ich für sie ein Video machen soll. Das mache ich ganz freiwillig, weil mich die Produkte überzeugt haben, aber ich wollte euch trotzdem darauf hinweisen, weil mir die Transparenz hier sehr wichtig ist. Und jetzt zeige ich euch, welche Sorten ich habe. Ich habe insgesamt 4 Sorten. Heidelbeerpulver, dann habe ich Sandornpulver, Preiselbeerpulver und als letztes habe ich hier Cranberrypulver. Und es kann sein, dass sich einige von euch fragen, genauso wie ich es davor getan habe, was zum Henker ist der Unterschied zwischen Cranberries und Preiselbeeren. Ich hatte davor keine Ahnung und musste es googeln. Cranberries wachsen dem Boden entlang und die Blätter sind eher spitz. Die Früchte können so richtig groß werden. Sie können manchmal sogar so groß werden wie eine kleine Olive. Die Preiselbeeren sind deutlich kleiner. Der Strauch wächst aufrecht und die Blätter sind eiförmig. Also jetzt bin ich auch schlauer als davor. Was mir persönlich auch dann noch bei dem Fruchtpulver aufgefallen ist, dass sie etwas unterschiedliche Rottöne haben. So sieht ein im Wasser aufgelöster Preiselbeerpulver aus. Und in diesem Glas habe ich Cranberrypulver. Also man kann sehen, dass das Rot von den Cranberries etwas intensiver ist. Was mir dann auch geschmackstechnisch aufgefallen ist, Cranberries sind etwas intensiver sauer als die Preiselbeeren. Das könnte vielleicht wichtig sein, falls ihr nicht sicher seid, okay, soll ich jetzt Preiselbeeren nehmen oder Cranberries? Soll es etwas mehr sauer sein, würde ich auf alle Fälle Cranberries nehmen. Soll es milder werden, dann würde ich auf alle Fälle zu den Preiselbeeren greifen. Im Vergleich mit Preiselbeeren und mit den Cranberries ist der Heidelbeerpulver eher süßlich. Ich würde sagen, dass er gar nicht sauer schmeckt. Und beim Sandornpulver habe ich wirklich lange überlegen müssen, wie ich den Geschmack definieren würde. Ich würde sagen, dass er weder sauer noch süßlich ist, aber eher würzig schmeckt. Fast schon bitter, aber es ist meiner Meinung nach nicht unangenehm. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass ich sowieso jeder ein bisschen durchkosten muss, weil uns nicht immer das Gleiche schmeckt. Also das ist immer sehr subjektiv. Na gut, so viel zu den Sorten und zu dem Geschmack. Jetzt ein paar Worte dazu, wie ich die Fruchtpulver benutze. Ich trinke jeden Tag in der Früh ein Smoothie. Das ist meistens eine schöne Menge an Obst mit ca. 400 ml von einer pflanzlichen Milchalternative. Entweder ist es Sojadrink, Reisdrink, Kokosdrink oder Haselnussdrink, was ich gerade zu Hause habe. Das Ganze kommt in einen Blender und dazu mische ich dann auch noch so einen gehäuften Teelöffel von einem von den 4 Sorten Bärenpulver, die ich zu Hause habe. Also heute hatte ich zum Beispiel 2 mittelgroße Bananen mit 4 Dezi von Reisdrink und da kam so ein gehäufter Teelöffel von dem Sandornpulver dazu. Gestern war es ein größerer Pfirsich, eine kleine Banane. Ich glaube, das war mit einem Kokosdrink gemischt, aber bin mir nicht sicher. Und dazu habe ich Cranberrypulver getan. Manchmal gebe ich zu meinen Bananen ganz gerne Heidelbeerpulver. Ich finde, das macht echt so eine schöne Farbe und es schmeckt auch ganz gut. Also es ist wirklich unterschiedlich. Genauso wie ich gerne Abwechslung bei meinem Obst und bei meinem Essen habe, mag ich auch ganz gerne Abwechslung bei dem Fruchtpulver. Was mir persönlich ganz gut gefällt, ist, dass die Geschmacksnote, die der Fruchtpulver zu dem Smoothie bringt, nicht zu intensiv ist. Also man schmeckt schon die Frucht, aber es dominiert nicht zu viel. Also es ist mehr so wie ein Gewürz und es ergänzt den Geschmack von dem Smoothie, aber es bestimmt nicht den Geschmack von dem Smoothie. Das mag ich persönlich ganz gern. Das nächste, was ich mag, ist, dass man die Säckchen ganz gut verschließen kann. Die haben so einen Ziplock-Verschluss. Und sie haben sehr viele Vitamine und sehr viele Mineralstoffe, also es ist jedenfalls ein positiver Beitrag zu meiner Ernährung.
Den Cranberry-Pulver und den Preiselbeerpulver trinke ich manchmal auch ganz gerne nur so mit Wasser vermischt. Also ich habe hier in der Glasflasche 375 Milliliter Wasser und dazu habe ich auch so circa so einen Teelöffel von dem Preiselbeerpulver gegeben. Mir schmeckt es persönlich ganz gut. Es ist nicht wirklich süß, aber das mag ich persönlich gern. Ich habe es auch mit einem Heidelbeerpulver probiert. Ich finde, dass der Heidelbeerpulver mit Wasser nicht so wirklich spektakulär schmeckt. Mit dem Sandornpulver habe ich es auch versucht, aber Sandorn löst sich nicht besonders gut im Wasser auf. Also das würde ich euch nicht empfehlen. Das ist eher so eine Geschichte für Smoothies. Ansonsten kann man diese Fruchtpulver in einen Joghurt hineinmischen oder zum Müsli dazu geben. Und man kann mit diesen Fruchtpulvern auch kochen. Ich verlinke euch unten die Webseite. Da gibt es einige Kochideen und Backideen. Vielleicht schaut ihr euch das an. Also ich habe da ein paar interessante Sachen gefunden. Es sind keine veganen Rezepte, aber ich sehe da kein Problem, weil wenn man sich vegan ernährt, so wie ich, dann weiß man ganz genau, wie man Eier und Milchprodukte ersetzen kann. Also man kann die Rezepte trotzdem verwenden. Auf der Webseite habe ich gesehen, dass die Produkte mittlerweile auch in einigen Läden in Österreich erhältlich sind und ansonsten kann man alles im Online-Shop bestellen. Und was ich da auch noch gesehen habe, da gibt es auch was für Naschkatzen. Es sind Schokoladenfrüchte, Preiselbeeren in weißer Schokolade und dann Preiselbeeren und Heidelbeeren in Milchschokolade. Für mich als Veganerin ist das zwar nichts, aber nicht jeder von euch ist vegan und deshalb dachte ich, ich werde es auf alle Fälle erwähnen. Es schaut sehr gut aus, also vielleicht auch für einige interessant. Jedenfalls, ich hoffe, dass ich euch alles erzählt habe, was irgendwie wichtig wäre. Falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr die gerne in die Kommentare schreiben. Ich verlinke euch die Webseite unten in der Info und sollte mir noch irgendwas einfallen, schreibe ich das ganz einfach noch dazu. Tja, ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat, dass es irgendwie interessant oder informativ für euch war. Falls es denn so war, würde mich natürlich wie immer ein Däumchen hoch freuen. Es würde mich auch super freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Das könnt ihr gleich da oben oberhalb von mir mit diesem Button nachholen oder falls ihr über mobile Geräte schaut, einfach nur mit einem Direktlink in der Info. Ich habe euch unten auch noch meinen Instagram-Account verlinkt und ich verlinke euch dort ein paar Videos, die für euch interessant sein könnten. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und bis bald. Tschüss!